Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ems Kitchen. Wir werden heute machen einen Burgunder ausbraten mit Knödeln. Und wir beginnen damit, dass wir das Fleisch einwürzen, sprich mit Salz und Pfeffer von allen Seiten gut einreiben und ins Fleisch einmassieren. Wenn wir das haben, nehmen wir uns einen Senf und reiben quasi das Fleisch von allen Seiten mit Senf ein. So, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir das Wurzelgemüse zusammenschneiden, weil das brauchen wir dann für die Soße. Sprich, wir nehmen Karotten, Sellerie und Lauch und werden das in kleine Würfel schneiden. So, nachdem die Pfanne jetzt so richtig heiß ist, braten wir das Fleisch von allen Seiten gut an und lassen das karamellisieren. Wenn das erledigt ist, geben wir das Fleisch raus und braten in derselben Pfanne das Gemüse an. Dann löschen wir das Ganze mit Rotwein ab, geben das Fleisch dann hinein und bedecken das Ganze dann mit Wasser und das sollte dann 4 Stunden vor sich hinköcheln. Als nächstes fangen wir dann an mit den Knödeln. Dazu werden wir die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Dabei wir die Zwiebeln schneiden, haben wir die Butter zergehen lassen. Da geben wir jetzt die Zwiebeln mit rein und lassen das Ganze glasig anschwitzen. Derweil das anschwitzt, hacken wir die Petersilie und geben sie zum Knödelbrot dazu. Dann geben wir Milch in den Topf dazu und lassen die warm werden. Und derweil das passiert, können wir die Eier dabei zur Knödelmasse schlagen. So, wenn dann die Milch warm ist, geben wir sie auch zur Knödelmasse dazu und kneten das Ganze wirklich gut durch und lassen es dann 10 Minuten rasten. So, wir haben jetzt einen Topf mit Wasser aufgestellt, dabei das Wasser zum Kochen anfängt, fangen wir an die Knödel zu drehen. Ist einfach so eine faustgroße Menge oder ein bisschen kleiner, je nachdem wie man es möchte, große Knödeln drehen. So, wenn das Wasser dann kocht, geben wir die Knödeln in das Wasser rein, lassen sie einmal aufkochen, schalten dann zurück und lassen sie für gute 5 bis 10 Minuten ziehen. Weil die Knödeln ziehen und das Rindfleisch noch fertig kocht, schneiden wir das restliche Wurzelgemüse zusammen in Streifen, weil das schwitzt man dann in der Pfanne an und wird quasi unsere Gemüseeinlage in der Soße. So, wir kommen jetzt quasi in den Endspurt. Wir nehmen das Fleisch aus der Soße heraus, mixen die ganzen Zutaten im Topf zu einer sämigen Soße zusammen und beginnen dann eigentlich schon mit dem Anrichten. So, wir fangen damit an, dass wir das Fleisch schneiden und zwar beim Fleischschneiden darauf achten, dass man immer gegen die Faserrichtung schneidet und wir brauchen 2 Scheiben. So, nachdem wir das Fleisch jetzt da oben haben, geben wir einen Knödel dazu, dann napieren wir die Soße übers Fleisch drüber, geben dann unser Gemüse noch oben drauf und haben unseren Teller perfekt angerichtet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!